Moin YouTube. Eines meiner meistgeklickten Videos auf meinem Kanal ist das Video über die Filmentwicklung mit dem CineStill Monobath DF96. Da dieser bisher mein Entwickler der Wahl zum Schwarz-Weiß-Film entwickeln ist, möchte ich euch heute mal mitnehmen, wenn ich einen Ilford HP5 mit der Empfindlichkeit von 400 auf 800 pushe. Das Pushen eines Filmes bedeutet eigentlich nichts anderes, als absichtlich einen Film unterzublichten. Normalerweise, um einen Film bei zu geringer Helligkeit doch noch nutzen zu können. Oder aber, und das war meine Intention, den eigentlichen Look des Filmes ein wenig zu verändern. Mittlerweile ist einer meiner Lieblings-Schwarz-Weiß-Filme der Kodak Tri-X. Aber der Ilford HP5 ist direkt dahinter, hat in meinen Augen aber etwas zu wenig Pfiff. Die Kontraste sind nicht so stark und gerade jetzt in der Winterzeit, wo viel hell und dunkel vorhanden ist, mag ich kontrastreichere Fotos lieber. Dank Corona und der Pandemie habe ich zurzeit leider kein Model zur Auswahl, was dann in einer kleinen Selfie-Arie ausgeartet ist. Ich habe in meinem Kellerstudio mein Dauerlicht ausgepackt, einfach grauen Hintergrund und mit der Minolta X700 den HP5 verschossen. Um einen Film zu pushen, wird normalerweise die Entwicklungszeit verlängert. Bei dem DF96 wird stattdessen die Temperatur genutzt. Anstelle der bisherigen 24 Grad muss der Filmentwickler nun zwischen 27 und 32 Grad angesetzt werden. Bei mir habe ich mich so auf die 30 Grad Celsius eingepegelt. Ansonsten ist alles gleich, wie ich es ja auch schon in meinem anderen Video erklärt habe. Einen Link dazu findet ihr hier oben in der rechten Ecke. Bei dieser Filmentwicklung habe ich mal die sparsamere Spülung verwendet. Anstatt den Film am Ende 5 Minuten unter laufendem Wasser auszuspülen in dem Entwicklungstank, habe ich jetzt die Variante gewählt, erst 5 Mal schwenken, danach 10 Mal schwenken, danach 20 Mal schwenken und dann noch einmal komplett spülen. Alles in allem definitiv sparsamer, was den Wasserverbrauch betrifft. Auch hier wichtig, nicht zu kalt das Wasser. Ist der Film fertig entwickelt und getrocknet, geht es zum Scannen. Irgendwann werde ich dazu auch nochmal ein eigenes Video erstellen und euch zeigen, wie mein Scan-Workflow aussieht. Da meine Minolta nicht mehr die beste ist, müssen in Lightroom noch ein paar Flecken und Kratzer entfernt werden, bevor die Bilder dann fertig sind. Leider sind sehr viele Bilder nicht in voller Schärfe, da das Selbstfotografieren dann doch nicht perfekt war und ich den Abstand für den Fokus mit meiner
hölzernen Hilfskraft dann doch nicht perfekt war. Wie dem auch sei, schaut euch die Bilder an und entscheidet selbst. Ich mag den HP5 gepusht. Er kommt zwar immer noch nicht an den Tri-X von Kodak ran, aber ist dennoch ein super Film für angenehme Schwarz-Weiß-Aufnahmen und wird zu Recht sehr gern und viel gekauft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Es würde mich unheimlich freuen und zeigen, dass diese Art von Videos euch helfen und gefallen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.